Und willkommen zurück bei Pokémon Blattgrün Armageddon. Wir sind jetzt schon mittlerweile bei Part 40 und das ist viel zu laut auf meinem Ohr. Ja, wie wir sehen, oder wie ihr seht, ich weiß es ja bereits, ich bin in Prismania City gelandet. Warum? Ja, also Safari-Zone habe ich, wie angekündigt, offscreen gemacht. Das könnt ihr jetzt gut finden oder nicht, aber ich finde es meistens immer ein bisschen, ja, unnötig, das irgendwie zu gucken und... Interessantes gab es auch nicht zu sehen. So, dann habe ich nur ganz leicht gelevelt. Hallo, Mr. Valkyrie. Gefangen, ja. Ja, gefangen, gefangen, gefangen. Ja, ist gestimmt. Ein Mr. Valkyrie haben wir, ja. Schön, ne? Und es kann, ja, was kann es denn? Synchro auf jeden Fall, was ich sehr geil finde. Und, ja, wie man weiß, Nachtara ist halt ein... Ja, defensives Pokémon entsprechend. Achso, ja, was kann es denn außer Werte und so weiter? Es kann Mondschein, das hat es gelernt unter mir. Ja, Findruck, so gibt Konfusstrahl. Wollte halt nur eine Attacke lernen und Verfolger wollte ich nicht weiter haben. Ich glaube, es, ja, doch, Verfolger war es. Und, ich weiß gar nicht, ob ihr dabei wart. Und zwar Jacqueline. Die gute Jackie. Die hat Knirscher gelernt. Was ich unglaublich geil finde. Ja, jetzt sind wir Durchschnittslevel 60, aber das ist alles noch viel zu wenig. Ja gut, die anderen wurden kaum trainiert. Hauptmerkmal war auf den guten Mr. Valkyrie. Eigentlich wollte ich erstmal was zu trinken holen, weil, dass ich das überhaupt bisher vergessen habe oder außer Acht gelassen habe, unverzeihlich. Ganz oben das zu trinken holen. Traurig. Also, da hättet ihr auch mal ruhig in den Kommentaren was schreiben können. Ey, du Idiot! Prismania City! Getränkeautomat! Getränkeautomat! Also natürlich etwas lauter und nicht mit laut verstellter Stimme, so wie ich jetzt. Damit ich es eben auch mitkriege und höre, liebe Leute, ich sag viel zu viel, liebe Leute. Ja. Wieso habe ich jetzt zweimal Tafel... Na, ist egal. Wieso... Bin ich zu blöd abzuwarten? Ist egal. Kein Durst, ja. Ich bin durstig. Ich möchte etwas trinken. Gibst du dem Mädchen ein Getränk? Ja, oder sagt sie das immer? Gibst du dem Mädchen ein Getränk? Aber warum sollte sie von sich... Na, ist egal. Tafelwasser. Ist gesünder. Tafelwasser, juhu! Vielen Dank. Bitte nimm dieses Geschenk. Fopsial TM16 in VMTM-Box. TM16 ist Lichtschild. Damit schwächst du die gegnerischen Spezialattacken. Was ich sehr nützlich finde. Ich bin durstig. Ich möchte etwas trinken. Gibst du dem Geschenk? Ja. Sprudel. Cool. Sprudel. Vielen Dank. Bitte nimm dieses Geschenk. Und ich habe eine andere Stimme gegeben. Haha. Ich bin ein Stimmakrobat. Huhu. Bodyguard. Diese Attacke verhindert Statusprobleme bei deinen Pokémon. Hallo, ich bin durstig. Ich möchte etwas trinken. Gibst du dem Mädchen ein Getränk? Natürlich. Limonade. Cool, Limonade. Vielen Dank, bitte nimm dieses Geschenk. Ist Reflektor. Diese Attacke schwächt physische Angriffe des Gegners. Ja. Au. Okay, lassen wir das mitsummen und mitsingen. Das ist schon wieder 4 Minuten. Hä? Das sind 4 Minuten rum? Wir haben doch gar nichts gemacht. Hä? Also entweder vergeht die Zeit so schnell oder die Uhr geht falsch. Okay. Ja, was ich mir jetzt gedacht habe, und zwar, wir haben ja gesehen, in der Arena sind wir hoffnungslos unterlegen. Und Surfer brauchen wir, um zum Kraftwerk zu kommen. Stimmt, der reagiert dann auf dieses eine bestimmte Getränk. Ich weiß gar nicht, was Tafelwasser... Das war in der ersten Edition wesentlich schöner, da hat er alle drei Getränke genommen. Wenn ich richtig in Erinnerung lag. Oh, hallo Deutsch. Du bist mal wieder mein bester Freund. Das Deutsche und ich. Eine Geschichte voller Missverständnisse.
Ja. Endlich oben, immer dieses Fahrstuhl. Ich war ja letztens steckte ich mit einem Kumpel im Fahrstuhl fest. Das war ganz lustig. Es waren zwar nur 10 Minuten. Aber trotzdem irgendwie eine nette Erfahrung. Das war ganz lustig, so mit einem Pärchen noch dabei. Achso, nee, du gibst mir nichts mehr. Mit einem Pärchen dabei, das ein Baby und ein Kleinkind dabei hatte. Und sie so voll rumgescherzt mit uns. Hey, also wir sind ja so Typen, die die Klappe das bei sowas nicht halten können. Auch sehr viel mit Galgenhumor und Sarkasmus da arbeiten. Und sie sich voll drüber kaputt gelacht, teilweise noch ein bisschen mitgemacht. Und der Typ so als auf den Knopf gesagt, klick, 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 oh, lass mich raus, der war richtig nervös, der hat aber schon so leichte klaustrophobische Merkmale aufgezeigt, fand ich irgendwie ganz nett, aber, und das Kind, ja, das ging mir auf den Sack, und das Baby war auch total ruhig, oh. Ja, ich bin, halt, stopp, der Durchgang ist gesperrt, ja, ich hab doch Getränk, hallo, hä? Aber hallo, guck mal hier. Tafel, Sprudel, hallo? 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 Ich hab was zu saufen für dich, jetzt nimm das Zeug. Hä? Was ist hier los? Wieso lässt er mich nicht... Wieso... Hä? 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 Ja. Ich hab gedacht, ich kann einfach mal durchfahren. Was ist das denn jetzt Nerviges? Und mit vollem Anlauf. Und yeah! Oh Gott. Was ist das denn? Oh, den Arena-Leiter da unten besiegen wir doch nie. Ich wollte jetzt eigentlich erst Team Rocket platt machen. Hä? Ich versteh's gerade nicht. Wieso rödelt der Emulator jetzt doch wieder rum? Ja, Gott, ich krieg bald das Kotzen. Sag mal. Wir fallen da jetzt. Jetzt bin ich völlig. Aber. Warum? Hä? Der Typ nervt mich. Also, ich versteh's nicht, ganz ehrlich. Ich versteh's echt nicht. Und das nervt mich gerade. Moment, Azuria City. City in the Shady. So, ja, komm mal wieder rein hier, komm, lauf, 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 lauf. Ich bin ein absoluter ja. Ich benutze das Fahrrad nicht so gerne, deswegen laufe ich meistens über. Also nur in dem Spiel hier. Privat fahre ich natürlich sehr gerne Fahrrad. So, ich bin... Ich versuche es jetzt einfach mal von hier oben. Vielleicht ist es aber eigentlich ist es doch das Gleiche. Ich schiebe hier wach. Ja, ich hab doch was zu trinken, du Affe. Jetzt nimm das doch. Ach, jetzt... Ja, ich... Hä? Hä? Oh, ich will diese Route hier nicht machen. Die will ich für Elektro-Pokémon aufbewahren. Aber ich brauche ja Surfer. Ich muss erst den Arena... Gut, nach Rania City wollte ich eigentlich nicht. Ich muss aber erst den Arena leider besiegen, damit ich Surfer einsetzen kann. Und um Surfer 1 und den Arena leider zu besiegen, muss ich trainieren. Und das hätte ich doch gern an... Trainern gemacht und nicht an wilden Pokémon, weil das unglaublich nervig ist. Ey, das ist ja... Moment, wir können jetzt mal was anderes machen. Und zwar, hallo!
Hey! Ohne dass wir je ein Wort geredet haben oder so, aber. Danke! Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden! So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühe. Die VM04 ist Stärke und ich weiß nicht, wie ich Stärke beibringen soll. Ach so, übrigens. Apropos VM. Ja, da hat man es ja schon gesehen. Gangamar hat Surfer gelernt. Finde ich irgendwie lustig, dass es das lernen konnte. Rizeros konnte es auch lernen. Warum auch immer. Habe ich ja letztens mit dem Erdmännchen, was heißt letztens, gestern oder heute Nacht, ja gesagt, geschrieben, nee, geredet sogar. Nicht geschrieben, sondern geredet. Da haben wir es schön drüber lustig gemacht. Was das wieder für eine Logik ist, dass man einem Rizeros sowas beibringen kann. Ich meine, das muss doch die Quälerei sein. Wasser ist schließlich die Schwäche von Rizeros und du stehst doch so am Meer und nimmst dein Pokémon und schmeißt dein Rizeros rein mit den Worten Surfer. Und das arme Rizeros wird besiegt, wird ohnmächtig und ertrinkt. Und du denkst dir, hey, aber es konnte es lernen. Das ist wieso so unlogisch, aber okay. Wem bringe ich denn jetzt mal Stärke bei? Ich wahrscheinlich kann's. Kangamar kann's wahrscheinlich lernen, aber ich möchte Kangamar nicht zu einer reinen Dingens, zu einer VM-Hure. Und diesmal ist es sogar richtig. Verkommen lassen. Chucklin-Stärke. Natürlich, du olle Zicke. Versucht aber, kann maximal 4. Lernt das Vieh eigentlich noch irgendwas Nützliches? Ich sag mal so, Stärke ist ja eigentlich eine gute Attacke. Ach komm, weg. Bist halt die VM-Hure. Aber mit Stärke und Surfer hast du ja zwei gute Attacken, von daher ist das gar nicht mal so schlimm. Und da lernt Stärke. Surfer bringt jetzt zwar nicht so viel, weil du eigentlich nur rein physisch ein Pokémon ist, was eigentlich nur physisch angreifen sollte. Aber okay. Nehmen wir mal so hin. Da ich kein Wasser-Pokémon habe und wahrscheinlich auch keins mehr haben werde. Oder ein. Und Rizeros auch nicht bei mir im Team bleiben wird. Denn es. Oh, ich weiß gar nicht, wen ich als nächstes rausnehme dann aus dem Team, weil. Na gut, Nachtara ist mal jetzt auch nicht so sicher drin. Ich meine, ich bin ein großer Fan von Nachtara, aber jetzt habe ich 3 Unlicht. Pokémon ist ja fast, ist ja schon ein ziemliches Unlicht-Team hier. Hallo Labras. Hallo. So, und apropos Unlicht. Wir versuchen uns jetzt doch einfach mal in der Arena. Einfach weil wir müssen. Und ich sonst keine Ahnung habe, was wir jetzt sonst noch machen könnten. So, den Links haben wir ja schon besiegt. Na, dann kommen wir her. Ich möchte später mal ein Ninja werden. Hi. Ja. Und ich habe ja 2 Humons dabei. Ja, da war's von Chuck. Ja. Okay, Chuck Norris. Hypno 65. Oh, wie cool. Da habe ich richtig Bock drauf. Na, dann gucken wir mal. Und ich habe. Ah, ich wollte mir das noch mal angucken, was Lukas da geschrieben hat. Wegen Unlicht, Psycho und dann. Blablabla. Wenn das Psycho gut auf Kampf ist, wusste ich aber, das Kampf wiederum gut auf Unlicht. Und diese ganze 3- und 4-Ex-Bezeichnung, Beziehung da zwischen Geist, Kampf, Psycho und Unlicht, das ist. Wäh! Und ich bin verwirrt, ne? Ja, das ist doof. Es ärgert mich, dass wir das 3-mal angreifen müssen. Ja, es ist effektiv, davon mehr. Oh, verdammte Kacke. Ja gut, es kann ja eigentlich nichts. Hypno kann uns eigentlich nichts tun. Mit einer Psycho-Attacke, ja super. Mit einer Psycho-Attacke würde es uns... Wow. Wow. Also dass es jetzt so viel abzieht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Auch wenn es eben unseren Angriff verstärkt hat. Oh Gott. Oh Gott. Oh, es überlebt gerade so. Hörst du mal auf, dich aufzupumpen, du Affe? Das ist, achso, ja, es kopiert unsere Statusveränderung. Stimmt ja, das ist ja Psycho plus H. Ich habe jetzt an Dingens gedacht. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Gut.
Reicht das aus? Ich hoffe, muss. Ja. Oh mein Gott. Und dann nur 2600 Pokédollar, du Sack. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, was wir machen sollen. Alle Pokémon Center. Also hundertprozentig ist der Emulator noch nicht dabei, aber das war, glaube ich, noch nie von Anfang an. Aber besser als das Gekrümmel letztes Mal oder die letzten Parts überhaupt. Und ich habe gesehen, der letzte Part war jetzt von der Synchronität her noch nicht das Optimale. Aber das war ja nur im 0, noch was Bereich. Von daher geht das. Aber ich versuche es mal nächstes Mal beim Rendern noch was anders zu machen. Ich habe da noch eine kleine Idee zumindest. Vielleicht klappt das ja dann, weil es ist meistens tritt das erst nach dem Rendern auf. Wahrscheinlich ist an den Einstellungen dann nicht optimal irgendwas. Naja gut, gucken wir mal. Meister Koga unterweist mich in der Kunst des Ninja-Kampfes. Der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Nee, eigentlich weniger, aber okay. Eigentlich haben Ninjas mit Pokémon gar nicht so viel am Hut. Ninjas sind grausame Assassine und... Nee, okay. Und du hast ein Arbok und ich habe ein Koronis. Okay. Jetzt hätte ich doch lieber gerne Travis an erster Stelle. Traven, nicht Travis. Travis, ja. Oh mein Gott. Wir machen mal Fliegen. Ja, obwohl... Horter, was ist Horter? Aber kortet 1, okay. Das heißt, ich kenne Horte nicht, ein Fessler. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun. Okay, es tut weh. So viel weiß ich jetzt. Es tut weh. Mhm. Wenn ich jetzt fliegen mache, geht dann noch die Attacke vorbei, ne? Ja. Sehr gut. Wenn du eh nicht mehr machst, dann ist mir das auch vollkommen egal. Wie, Entfessler? Nein! Ey! Der Koronis, du bist ja so... Hammer! Gut, dass ich dich habe. Es ist so traurig hier. Es ist so traurig hier. Oh Mann, ey. Ich hab keine Lust mehr. Komm, mach bis. Ja, ja. Ich wollte eigentlich Koronis hier auch ein bisschen trainieren, diese. Ich meine, gut, die sind alle wesentlich stärker als wir, aber die haben auch nur ein Pokémon, was mir so leicht Hoffnung macht. Aber eigentlich hat der Arena-Leiter immer noch mal so eine ordentliche Schippe draufgepackt. Der Durchschnitt war ja immer so 10 Level höher war als seine Untergebenen. Was ich aber jetzt nicht glaube, dass er jetzt hier mit Level 75, 76, 77 Viechern anrückt. Das wäre ja ein bisschen imbar. Das heißt ja, logisch weitergedacht, dass dann in Saffronia City ist das dann, meine ich. Ja, wir sind ja hier Fuchsania, genau. Saffronia City dann schon Level 80 oder so. Und Pyro müsste dann Level 90 und Giovanni dann schon bei Level 100 knapp angekommen sein. Das wäre ja Wahnsinn. Würden wir ja nie schaffen. Ne, Leben würden wir das nicht schaffen. So, und kriegen wir mal, wie das hier so los ist. Bleib stehen! Frustrieren dich die unsichtbaren Mauern? Nein, eigentlich nicht, weil man sie ja sieht. Die sind nicht komplett unsichtbar, aber okay. Ja. Glaubst du das ruhig? Und du hast nur zwei Pokémon. Sandana und Raichu. Ja, genau. Stell einfach das Konzept völlig auf den Kopf. Ist richtig. Ich stelle mich hier auf Psycho ein und Gift und... Stell einfach... Das Konzept, ja, ist richtig, genau. So ist dann damals aber ein Boden-Pokémon, was ich ganz cool finde. Und Lumas Konfuschrall auf Raichu, weil Raichu nur ziemlich viel tun kann. Koronis ist mal wieder stark und... Ja, natürlich. Ja, genau. Zieh einfach nichts ab. Warum genau? Und mach einen Volltreffer. Ja, oh, macht da... Oh, das Spiel macht so viel Spaß. Mensch, wie gut, dass ich noch was aufgenommen habe, bevor ich Fußball gucken gehe. Damit das während des Fußballs rendern kann. Oh, wie schön. Tolle Entscheidung. Super, Fopsy. Felswurf habe ich gerade rausgeschmissen. Immer Traven.
Für die Spezialverteidigung, eine Spezialverteidigung. Ich muss erstmal Konfusschrall auf das Mistvieh. Mhm. Raichu, 68 Level ab. 60. Ich hab da, ey, wenn ich den. Der Rinnerleiter, der zuckt doch nur mit dem Finger, da sind wir tot. Sandgrab. Alles klar. So, dann machen wir mal Psy-Strahl. Du hast nämlich keine hohe Spezialverteidigung. Ja, komm, knall mal drauf hier, komm. Bam! Jawoll, Arschloch. Und du verletzt dich. Jawoll. Ratte. Das ist nicht meine Beleidigung. Macht das Spaß. Gut, jetzt sieht es doch wieder schon mal wesentlich schöner aus und du kriegst sogar eine Psychokinese ab. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß gar nicht, Reitschusswerte waren sind nicht die besten, aber also generell als Pokémon ist es sowieso nicht das Beste. Das habe ich auch schon mehrmals erwähnt. Das muss ich auch jedes Mal erwähnen, wenn ich dieses Vieh sehe, weil es mich daran erinnert. Aber wie die Werte allgemein aussehen, ob das jetzt einen guten Def hat oder einen guten Angriff oder immer ein Spezial oder physisch, das weiß ich gar nicht. Und ich renne jetzt nicht wieder los und heil, bla. Bla halt, ne? Hier, wie heißt's, na, komm, Coronis. Weil, nee. Koga, der Nachfahre einer Reihe. Achso, Koga ist der Nachfeier. Nachfeier. Koga ist der Nachfeierer einer Reihe legendärer Ninja-Feierer. Wer sind deine Vorfahren? Meine Vorfahren? Keine Ahnung. Doch, ich weiß es zum Teil. Aber das macht hier eh nichts zur Sache zu tun. Wieso? Wieso kommen jetzt hier Doppelkämpfer? Oh Gott. Kecleon war. Hatten wir schon. Wasser? Wasserpsycho? Ich weiß es nicht mehr. Wasser? Nee, Pflanze? Ist doch egal. Ist doch egal. Finden wir heraus, was es kann. Traben, ey, du schneller Mistkerl. Das ist so schön. Farbwechsel macht das zu einem Psychotyp. Ah, okay. Naja, wenn du das so gut findest, dann ist mir das recht. Finde ich schön. Mach du dich mal zu dem Psycho. Wo ist Finte bitte effektiv auf? Oder ist Damioplex nochmal? Nee, Damioplex ist definitiv Psycho. Okay, dann halt du. Aber, hä? Aber, hä? Verarscht mich doch hier nicht. Ich hasse. Was ist es denn jetzt? Ist es jetzt Psycho oder nicht? Ey, ich komme hier gar nicht mehr klar. Dann hörst du mal auf, Body zu checken. Body zu checken, ja. Body check zu checken. Du Sack. Oh Gott. Ja, jetzt wird er. Farbwechsel ist ja wohl die ekelhafteste Fähigkeit aller Zeiten. Komm, mach mal Mond. Ja, nee, Quatsch, mach keinen Mondschein. Ich gehe nach innen. Fitnessstudio. In dem. Ach Gott. Ins Gesundheits. Mann, Pokémon Center, so. Ist es richtig. Meine Fresse. Oh Mann, jetzt stirbt. Ach so, du wirst nicht das, was mein Pokémon hat, sondern du wirst du dem, was. Ah, alles klar. Ich hab dich durchschaut. Ich habe dich durchschaut, Kleiner. Wow. Nix mit Antikraft. Hör auf mit Antikraft. Naja. War ja letztendlich doch kein Problem. Ja, du hast es vermasselt, Kollege. Da siehst du völlig richtig. Und wir dürfen jetzt zu Koga, ne? Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will eigentlich in den nächsten Part gar nicht zum Pokémon. Trainer. Was ist nur los? Zum Pokémon Arena. Zum Arena-Leiter ohne Pokémon. Auch wenn er welche hat, man sagt es nicht dazu. Verdammte Kacke.
zum Arenaleiter, aber irgendwie will ich das letztendlich doch. Also ich will es einfach nicht, weil ich weiß, wie es ausgehen wird. Und ich weiß auch, wie es nach derzeitigem Stand noch die nächsten 10 Male ausgehen wird. Und ich hätte wirklich gern einmal das Erfolgserleben sein, Arenaleiter beim ersten Mal zu besiegen. Aber ich werde es halt trotzdem machen. Und zwar beim nächsten Mal, deswegen sage ich, macht's gut, liebe Leute. Auf Wiedersehen, danke fürs Zugucken, danke fürs Mitweinen. Bis dann. Tschüss.